Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Balros Edition 2 Abaddon. Wenn ich das aufnehme, ist wieder, weil ich gestern nicht konnte, einen Tag vor Veröffentlichung dieser Folge. Und das heißt, heute in einer Woche kommt die letzte Folge Balros Edition in Dom. Bin ich traurig? Sehe ich so aus? Definitiv nein. Heute ist das Duell gegen einen letztendlich doch sehr interessant gewesenen Charakter der Balros-Edition. Und zwar Ultranekrozma. Das hat das Kapitel gesagt, nicht ich. Und deswegen lesen wir heute Kapitel 18. Ultranekrozmas Wettbewerb. Leider hat mich das Portal mitten in Silberdorf wieder rausgeworfen und nicht in den Tiefen des Sees. Guter erster Satz, gleich wieder Sinn komplett umgedreht. Mich würde es wundern, wenn Floink das tatsächlich so schade fände. Es wurde festgestellt, dass ich zu spät war, um mit Zoroaster aufzuwachen. Aber im Gegensatz zu unserer Reise in die dunkle Welt waren sie für mich jetzt kein Problem mehr. Ich musste nur eines Tages den schwarzen Himmel um mich herum verbrennen. Alles klar. Und meine Wahrnehmung von Zoroark hielten nicht lange an. Gut, Floink will wieder den Himmel verbrennen. Jetzt war ich dabei. Das letzte Mal, als ich vor meiner anderen Leidenschaft davonlief, war dieser Ort. Aber diesmal war ich freiwillig hier. Dort öffnete sich die große Tür für mich und ich ging für eine Weile hinein. Alles, was ich erlebt hatte, unsere Reise nach Treasure Town, ist meiner Ansicht nach mein erstes Treffen mit Darkrai auf dieser Reise, im Verrat an Nekrozma, der Verzauberung der dunklen Welt, während des Sturms meines neuen Freundes und seines Verschwindens, der dunklen Welt, der offensichtlichen Falle, der leere Weltall, der fucking Schlepperwelt, Digga, geht's nicht Englisch, Arsch, warum kannst du nicht Zerwelt sagen? Der Eroberung und so weiter. Die Zerstörung der dunklen Kraft, der Verlust all meiner Freunde, meine Realität. Ich hatte alles in dieser Bewegung erlebt. Ich hatte alles verloren. Zu Hause, alle meine Freunde, ist meine Identität. Ich glaube nicht, dass die so gut schmeckt. Andererseits, Bacon, der sich selber grillt. Dies wird eine lange Erfahrung hinter dieser Tür sein. Für mich hat sich der Kampf gelohnt. Ich hatte nichts zu kämpfen, aber ich musste. Hä? Der Kampf? Du hast nichts zu kämpfen, aber der Kampf hat sich gelohnt. Alles klar. Eine solche Welt für 700 Belohnungen. Also ging ich hinein und begann mein nächstes Experiment. Digga, wenn du noch... Wieso eigentlich Experiment? Ich kann mir nur vorstellen, ich habe ja was, das... benutzt das so Wörter ein bisschen abändert, aber Prüfung ist das doch im Original, oder nicht? Und Prüfung ist doch komplett, das kann das doch nicht, ich guck gerade jetzt hier nach, aber das heißt doch eigentlich Prüfung. Lol, was denn das? Was denn das? Nur 88 Seiten? Roppel! ich meine natürlich. Die ist ja sehr lang, die Geschichte. So, hier ist Ultranekrozma. Wo ist der Kapitel? Hier? Und steht da Prüfung? Ja, Prüfung! Warum wird Prüfung zu Experiment? Ich werde es nie verstehen. Ja, das war es in der Sache. Die Burg unten hatte ein großes System von Artefakten in jeder Ecke der Null und in den leeren Hütten, die ich betreten hatte. Ich sah viele Räume und betrat viele tote Räume. Bis vor kurzem, nach ungefähr einer Stunde, betrat ich einen großen Raum, der sich vorwärts bewegte. Als ich den Raum betrat, waren alle Türen verschlossen und eine Maus erstarrte vor ihm. Ein alter Freund stand vor mir im Raum, Nekrozmas Lieblingsverräter,
Wer ist denn das? Also bist du zu Fleund gekommen. Ich hab gehört, was für erstaunliche Dinge mit dir und deinen Freunden passieren. Sie kann mir fast leid tun. Aber die Tatsache, dass du wirklich hier bist? Der Meister hat mich gewarnt. Es wird in diesem Universum sein. Echt? Okay, das ist jetzt ein Plot-Twist. Ich dachte eigentlich in einem anderen. Zuerst habe ich fest daran geglaubt. Schließlich bin ich immer noch der Zweitstärkste bis jetzt, laut dem Meister. In diesem Moment kamen all meine Erinnerungen zusammen. Zuerst wollte ich ihn warnen. Sag ihm, wer ich war. Aber dann habe ich wieder alles vergessen. Oh, schade. All meine Freunde. Er war schuld. Dieses Pokémon hatte alles für mich getan. Übrigens, geh mir aus dem Weg. Ich möchte zu den dunklen Kräften gehen. Hey, bleib einfach mal eine Stunde hier. Ton, um so über Gott zu sprechen. Lass mich dich hier lassen. Der Meister befahl mir, hier zu warten, um zu sterben und mein betrügerisches Leben zu beenden. Hä? Ich glaub nicht, dass die dunkle Macht das wollte. Da wäre sie ja gar nicht mal so blöde. Was? Die dunkle Macht verrät eine Crossma? Ein für alle Mal und alles. Moderne Strahlen trafen ihn. Einer vom Markt. Einer vom Licht. King of Twilight hielt mich mit seiner dunklen Natur, mit meiner Persönlichkeit auf. Aber dieses Mal hatte ich mit der Kraft von Dark Avenger eine Chance. Und stirb jetzt. Geh zurück zu deinem Bulbasaur. Stadthänder hatte begonnen. Ich würde die Option wählen, auf die ich so lange gewartet hatte. Ich kann bei Bulbasaur ausleihen. Der Nekromant regnete sich schnell wieder um mich herum. Ein kleiner Schutz. Nee. Wie ich gehofft hatte. Ich habe die Kraft, die Ich kann nicht lesen. Ich habe die Kraft genutzt, die mir gegeben wurde. Ich konnte mit ihm ein kleines Schutzschild bauen. Aber so mächtig wie Necrozma ist nicht so mächtig. Ich habe eine Taktik entwickelt, die meine Erfahrung übertroffen hat. Ich stellte meine Arbeit schnell in den Vordergrund seiner Arbeit. Ich benutzte die Darkreis-Technologie, um Dinge herumzuziehen, damit die in Necrozma schnell laufen konnten. Mit dieser Hilfe wurde sein Schild beschädigt, aber Necrozma erkannte sein Problem unabhängig und griff ihn nun mit leichten Reaktionen an. Ich konnte sie mit meinen zitternden Strahlen operieren und mich mit ihnen konfrontieren. Aber natürlich war das nicht genug, um ihn zu besiegen, weil sein Schild nicht mehr gebrochen war. Ja, der Shieldbreak ist schon relativ wichtig in der Regel. Vor allem dann so Crown into Back. War ich gerade am falschen Punkt anscheinend. Egal. Warte, ich muss gerade wieder die Stelle finden. Wir haben lange gekämpft. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Es schien ihn zu ärgern, dass er es mir nicht so geben konnte, wie ich angefangen hatte. Er war hilflos und schoss einen großen Schuss auf mich. Ich konnte ihn kaum verlassen und sah mich jetzt in der gleichen Situation wie zuvor. Ich schoss Necrozma in den Rücken und ihr Schild war wie eine Wandertasche. Oh mein Gott. Dieser Metapher, es ist so deep. Splitter suchten überall. Als ich merkte, dass der Schild zusammengebrochen war, hatte ich eine dieser mächtigsten Technologien eingesetzt. Ich habe die meiste Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken. Ich sah alles langsam vor mir und weinte, als die Stücke der Hirten nicht mehr gebunden waren. Ich habe einen Hirten erschossen. Alles klar, schönes Thumbnail. Das notiere ich mir schon mal kurz. Ich schreibe mir das mal nicht aufs Blatt, sondern öffne Word. Floink hat einen Hirten erschossen. Die Titel sind wirklich super in dem Projekt. Necrozma hat ihn mit seinen Waffen aufgehalten. Entgegen meiner Erwartung kehrte es plötzlich zu seiner ursprünglichen Realität zurück. Stopp, Floink. Ich ging zum neuen Tisch, aber die Bewegungen bereiteten sich langsam vor, um Überraschungsangriffe zu vermeiden. Aber er hat im Gegenteil nicht angegriffen. Du hast mir gezeigt, wie gut du bist. Du hast mir bewiesen, dass du eine Chance hast, gegen die dunklen Kräfte zu gewinnen. Ich stehe zu deinen Diensten, um dir zu helfen, an etwas Modernem teilzunehmen. Rächer. Komm schon, glaubst du, ich werde immer noch an dich denken. Du hast all meine Freunde für mich. Er zog sich von mir zurück. Das ist falsch.
Ich hab dir gerade einen Freund weggenommen. Erzählst du mir heutzutage, dass du nicht im Tod meiner anderen Freunde bist oder nicht? Nein, du verstehst nicht. Du lebst. Ich wurde gehängt. Was? schön. Also Nick Crossman hat festgestellt, dass Florian gelebt. Das wusste ich ja gar nicht. Und er hat gezählt, dass er gehängt wurde. Wenn ich in eine solche Situation geriet. So, Asta ist im Keller. Alle anderen. Er trug ein Taschentuch, einheitlich wie Darkrai. Hatte ohne Unterbrechung getan. Ein Teil der Mauer war gestiegen. Das Meer war eine Zelle. All meine Freunde waren da. Floink, du bist hier. Ich wusste, dass du das kannst. Ich kenne dich, Floink. Wunderbar! Das ist jetzt ja eine Überraschung. Ich habe nie an dir gezweifelt. Nick Crossman ging vor mir her. Also, was sagst du? Ich kann meine Stange nur mit einer Hand anheben. Infolgedessen sind alle frei. Wenn du sie mir gibst, wirst du im Kurs erneut kämpfen. Jetzt hatte ich eine der schlimmsten Gewissensfragen in meinem Leben. Komm schon, Florian, schlag. Er streckte die Hand aus. Ich wusste, wenn ich ihn töten würde, würde ich ihn aus dem Weg gehen. Ja. Andererseits hatte er immer noch etwas Schönes an sich. Er rettete meine Freunde schnell vor dem Tod. Konkret hatte jeder eine zweite Chance. Andererseits hatte er Bulbasaur getötet. Mit seiner Hilfe habe ich meinen besten Freund verloren. Er hat uns alle gerettet und in diesem Bereich viel gelitten. Was? Ich eilte schnell zu ihm, immer schnell. Ich hatte eine Aktion erwartet, aber als ich endlich vor ihm stand, ließ ich los. Ich biete dir meine Hilfe an. Hast du ihn in die Hände bekommen? Ich entschied und schüttelte seine Hand. Ein Fehler. Der gesamte Boden wurde mit Blut gewaschen. Ja, ist tatsächlich, habe ich gehört, auch besser als so Reinigungsmittel. Der Stein war zerbrochen. Nick Crossman knallte zu Boden und packte ihre unbegrenzte Wunde am Kinn. Warum? Ich habe dir angeboten, dir zu helfen. Weimar. Und warum tust du mir das an? Ich sah ihn an. Es ist das Ende von Nick Crossman. Du kannst nicht so handeln. Du kannst nicht die Seite wechseln, um dein Leben zu führen. Du hast mir das angetan. Ich gehöre mir sowieso, du weißt es nicht. Es fühlt sich so an, wenn du es gibt jemanden, der alles mit dir teilen kann. Sie werden nie verstehen, welchen Schritt sie für mich in einem spirituellen Wald getan haben. Ich habe die schwierigsten Prüfungen dieser Erfahrung durchlaufen, mit mir selbst gekämpft. Aber das alles ist nichts gegen den Verlust von Bulbasaur. Du kannst tun, was du von mir wolltest. Ich werde dir niemals vergeben. Du liegst falsch. Ich weiß genau, so ist es. Als er das sagte, war ich zuerst sehr überrascht. Wie du weißt, erzähl mir ein bisschen davon. Ich werde nicht zu lang sein und an dem Ort, an dem ich sein muss, zur gleichen Zeit hast du es wahrscheinlich so gemacht. Nun, ich werde kurz sein. Es ist vor ein paar Jahrzehnten, aber auch ich hatte einen Freund wie Bulbasaur. Sein Name war Darkrai. Wie ich? Was? Nein! Nicht du! Darkrai? Was? Du kennst ihn zum Beispiel? Ich kenne ihn besser als jeder andere, glaube ich auch nicht. Einmal haben wir ihn getroffen. Und dann in der regnerischen Cremehöhle. Die regnerische Cremehöhle? Und noch einmal in diesem Abenteuer. Ich habe ihm eine kleine Seele genommen. Darkrai hat eine Seele. Okay, naja, er hat ja die Welt gerettet. Es ist wirklich schwer für euch. Es ist scheiße, nichts zu wissen, ne? Ne? Hab ich da nicht recht? Es ist angenehm. Das kann ich euch sagen. Es ist angenehm. Wenn ihr nichts wisst. Es war wie ein Experiment. Kämpfte in der dunklen Welt und erreichte den Sieg der dunklen Macht von ihm. Dies ist Pokémon. Größenwahnsinnig, ich weiß. Eines Tages in der Zukunft traf ihn plötzlich Dunkelheit. Er war mein Freund, aber dieser Kleine hat ihn verändert. Er ist ein verrückter Psychopath geworden, der an die komplexesten Dinge glaubt. Der Glaube, dass ich diesen Moment verloren habe, war wieder einer der Gründe, warum ich war, wer ich bin. Ich hab alles. Hätte ich nie gedacht. Es tut mir leid, Floink.
Ich muss dir Helden kaufen. Aber jetzt, hier endet es für mich. Du machst diese Leistung. Ich glaube dir. Es scheint heutzutage gut zu laufen, aber es passierte trotzdem ein bisschen. Eine Textur stieg aus dem Kaffeesatz. Darkrai. Also ist Nick Schrossmer so gelandet. So endet es. Nick Schrossmer schien einfach nicht in der Lage zu sein, seine Existenz zu verstehen. Darkrai, was machst du hier? Warum bist du gekommen? Ich hatte erwartet, hier ein großes Finale zu sehen. Aber du hast dich im Weg von Floink gefangen. Ich hab nur zugehört, mein Herr. Also bist du wirklich sehr aufgeregt, dies als dein Gott zu sagen? Dies ist definitiv der Weg, um gleichzeitig unsere Reise zu machen. Es ist nie klar, wie diese Welt funktioniert. Alle unsere Entscheidungen machen nichts. Dakima Darkrai. Warum hat sie in diesem Moment ihre Farbe geändert? Bevor ich gehe, sag mir, warum? War es hell? War es das? Gut, wenn Sie Maxima wissen wollen. Es war alles etwas kleiner. Diese Strahlen öffneten mir die Augen. Er hat mir die Wahrheit gezeigt. Er hat mir jedes Pokémon gezeigt. Also, Ihre Reise endet hier. Ich hoffe, du warst glücklich für eine Weile, meinen Platz an der Seite der dunklen Macht einzunehmen. Aber wirklich, danke dafür. Brauche diese Tiere sowieso nicht. Und damit noch eine kleine Philosophiefrage über die Virus-Edition passt gerade. Was ist jetzt die Beziehung zwischen Darkrai und der dunklen Macht? Sag dies mir doch. Nachdem dies gesagt war, war Darkrai verloren. Ich hab getan, was ich falsch gemacht habe. Mit diesen Worten verlor Nick Schrossmer etwas, sodass sie nie wieder gesehen werden würde. Die Bar von der Zelle meines Freundes fehlte und sie kam heraus. Sie sahen, wie ich das Blut betrachtete, das am Grab stehen geblieben war, und vorübergehend Nick sagte: Du hast das Richtige getan, Floink. Nick Rose ist für alles verantwortlich. Langsam fingen wir wieder alle an zu reden. Aber Floink, wie hast du das gemacht? Woher hast du diese Kraft? Ich war noch neu darin, eine Geschichte zu beginnen, in der ich mir ein wenig in den Kopf geschossen habe. Was? Wenn du die Wahrheit meiner Persönlichkeit erfährst, das ist richtig, wirst du mir trotzdem helfen? Werden sie mich möglicherweise auch angreifen, weil ich die letzte Kraft war? Wirst du dein Schicksal aufgeben und mich automatisch gegen die dunkle Macht kämpfen lassen? Ich wusste, dass ich trotz meiner Stärke fast keine Chance gegen ihn haben würde, bis ich allein war. Ich beschloss, ihnen nicht alles für die Einführung zu erzählen. Sobald der Krieg vorbei ist, werde ich es tun. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob sie neben mir bleiben. Es ist, als hätte ich Nick Schrossmer gesagt. Ich habe die Identitäten in der dunklen Welt auf dem Berg der Wahrheit gesehen. Alles ist meine Zukunft. Du hast es gesehen? Weißt du eigentlich wieder alles? Es ist Weizen! Was ist passiert? Ich werde dir eins sagen, wenn die dunkle Kraft versagt hat. Komm schon, komm schon. Die Zeit ist gekommen. Unsere letzte Schlacht steht vor der Tür. Der Terror für die ganze Welt. Aber bevor wir uns auf den Weg in den Text machen können, Latias hat mich aufgehalten. Ich lache nicht wegen dir, was da steht, sondern nächster Satz. So die ganz klassische Aussage, die Latias in der Virus-Edition ja auch sehr, sehr regelmäßig raushaut. Bruder, warte! Ich weiß nicht, was wirklich passieren wird, aber ansonsten, wenn wir den nächsten Kampf verlieren, du hast dich in dieser Hinsicht viele Male für Pokémon geopfert. Du hast alles gegeben, worauf wir nicht einmal hereinfielen. Bei allen Pokémon einer solchen Welt danke ich Ihnen. Ihr seid Helden. Gut, Fazit, Floink hat einen Hirten erschossen und everyone is Weizen. Beim nächsten Mal geht es ab ins große Finale der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 2. Aber dumm wird es ein Höhepunkt in der Dummheit geben? Oder wird das Finale tatsächlich relativ normal bleiben, so wie ungefähr auch das gerade war? Wir werden es sehen. Bis dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like auf dem Video da, ein Abo auf dem Kanal. Bis bald und ciao.